tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr auch bei der vierten Folge von Kilians Pokémon Lexikon wieder dabei seid. Heute erzähle ich euch ein wenig über meinen Darmhirplex. Darmhirplex hat keine Entwicklungen und besitzt einen Mononormaltyp, wodurch er seine Schwäche gegen Kampf und eine Immunität gegen Geistattacken hat. Hinzu kommt eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Pflanzenattacken. Darmhirplex Statuswerte sind auf den ersten Blick auch nicht besonders stark und zeigen eine leichte Tendenz zu den offensiven Werten, also werden wir auch hier ein wenig ansetzen. Die EV verteilen wir voll in Angriff und Initiative, die letzten vier kommen in die KP. Als Wesen nehmen wir Froh, um die Init noch weiter zu erhöhen und den nicht benötigten Spezialangriff zu verringern. Als Fähigkeit haben wir die Wahl zwischen Bedroher, Schnüffler und Vegetarier. Die versteckte Fähigkeit Vegetarier ist hier die beste Wahl, da diese eine Möglichkeit bietet, den Angriffswert zu steigern und Darmhirplex gleichzeitig eine Immunität gegen Pflanzenattacken bekommt. Im Moveset verwenden wir ausschließlich physische Attacken. Rückkehr bietet einen super starken Step, der nur von wenigen Pokémon resistet wird und keine Nachteile hat. Beachtet allerdings, dass ihr einen maximalen Freundschaftswert habt, um auch das maximale Potenzial ausnutzen zu können. Feelander ist eine starke Käferattacke, die hauptsächlich dazu gedacht ist, Pflanzen-Pokémon aus dem Weg zu räumen. Erdbeben ist eine starke Coverage-Attacke gegen Gestein- und Stahl-Pokémon, die der Rückkehr resisten. Und Zen-Kopfstoß kann genutzt werden, um die Pflanze-Gift-Pokémon aus dem Weg zu räumen. Als Item bieten sich hier viele Optionen. Zum einen der Expertengurt, da Darmhirplex mit seinen Coverage-Attacken viele Pokémon effektiv treffen kann und der 20% Boost auf diesen Attacken nicht schlecht ist. Ein Leben-Orb eignet sich ebenfalls, da Darmhirplex sowieso sehr fragil ist und ihm die verlorenen KP nichts ausmachen. Das Normaljuwel bietet einen einmaligen 50% Boost für die Rückkehr und lässt diese einmal ordentlich reinhauen. Die Offensivweste ist ebenfalls eine Option, wenn euch der Schaden nicht so wichtig ist und ihr lieber eine spezielle Attacke tanken können wollt. Im Normalfall bringt ein Lebenorb oder ein Expertengurt jedoch am meisten. Darmhirplex Spielweise ist relativ simpel. Man hält ihn so lange in der Hinterhand, bis man eine Pflanzenattacke vom Gegner predicted und wirft ihn dann rein, kassiert den Boost vom Vegetarier und haut dann einmal ordentlich drauf. Mit einem Boost kommt er schon auf 433 Angriff. Nutzt ruhig Feelender und Zen-Kopfstoß, um Pflanzen-Pokémon aus dem Weg zu räumen. Darmhirplex ist ein Pokémon, welches euer Gegner womöglich nie außerhalb eines Playthroughs gesehen hat und kann daher schlecht vorhersagen, was er kann. Im Zweifelsfall trifft eine Rückkehr aber fast immer hart. Wenn ihr alle Pflanzen-Pokémon aus dem Weg geräumt habt, dann zögert nicht, Darmhirplex zu opfern. Lasst ihn einfach drin, bis euer Gegner ihn ausnocken kann, um wieder sicher einwechseln zu können. Darmhirplex bevorzugt zwei Sorten von Teampartnern. Zum einen Pokémon wie Sumpex oder das Waschrotom, welche Pflanze als einzige Schwäche haben. Durch diese lockt ihr die Pflanzenattacken eures Gegners heraus, um sie mit Darmhirplex abzufangen. Außerdem bevorzugt Darmhirplex noch Pokémon, welche Kampfattacken abfangen können im Team. Geist-Pokémon eignen sich hier besonders gut. Habt ihr mit Darmhirplex das gesamte Grünzeug aus dem Weg geräumt, dann steht eurem pflanzenanfälligen Pokémon auch nichts mehr im Weg. So. Das war's dann mal wieder von meiner Seite. Jetzt dürft ihr wieder in die Kommentare schreiben, wer als nächstes einen Lexikon-Eintrag von mir bekommen darf. Also, wählt wieder aus!